Beziehungsweise lass mal die zwei. Werden wir Folgendes machen. Wir werden dieses Gebäude nicht zerlegen und deaktivieren. Zerlegen, abbrechen und deaktivieren. Nur für den Fall, dass wir wirklich nochmal eine Toilette brauchen, lass mal eine am Leben. Gut, okay. Hier oben haben wir Sauerstoff und eben verschmutzte Geschichte, okay. Okay. Horst Peter liegt noch. Wie schaut es bei den Parkus aus? Hungrig, ja. Naja, gut, klar, ne? Was wollen die Parkus eigentlich? Algen wollen die. Da haben wir noch 16 Tonnen, okay. Müssen wir noch hin. Oben noch ein Lüfterfrischer. Haben wir tatsächlich hier oben einen stehen. Der würde auch laufen, aber da fehlt die Lieferung gerade noch ein bisschen. Wie gesagt, es geht bei uns alles nur gerade sehr langsam. Wir haben noch ultra viele Aufgaben, die noch einfach in der Pipeline hängen. Und die müssen wir halt jetzt irgendwie erfüllen, während wir nicht draufgehen. Das Nicht-Draufgehen sehe ich als Priorität. Okay, wie schaut es jetzt hier aus? Hier ist die Temperatur halt noch nicht in Ordnung. Normalerweise müsste... Oh, no, 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 no. Ja, das Wasser, was hier durchläuft, ist halt nicht optimal, ne? Hier unten wird es dann schon isolierte Rohre. Das müssen wir eigentlich auch machen. Das müssen wir jetzt eigentlich durchziehen, ne? Na, hier Granitrohre. Zumindest bis hier jetzt mal. Damit wir das auf jeden Fall mal ändern können. Nicht draufgehen als Priorität ging aber gar nicht zwergenhaft. Was? Das könnte sein. Okay, die liefern hier. Jeremy ist da echt gut unterwegs, du. Hätte ich nicht gedacht, dass der Jeremy gibt da Vollgas. So, lass mal die eine Treppe halt da drin. Obsidian, oh. Ich bin halt immer noch am... Oh, neue Druckerzeugnisse, Baby. Gucken wir mal. Wir haben jetzt wirklich wenig Essen. Wir sollten uns nochmal um jemanden kümmern, der sich um Pflanzen kümmert. Am besten. Kochkunstmaschinen, Graben, Viehzucht. Einen neuen Viehzüchter wäre auch mal eine Geschichte, ne? Schnarcht laut. Der Grabetyp wäre auch gut. Eine Slickster-Larve. Die Slickster-Larve. Da haben wir doch schon angefangen, was zu bauen für, ne? Da haben wir doch schon angefangen, aber die können wir wieder nicht einfangen. Da fehlt uns doch das Plastik. Savina, ja. Hab ich. Hm. Oh, schnell schauen. Ihr sagt den Schnarcher? Ihr wollt einen Schnarcher haben? Alles klar. Lotus! Lotusblume ist wieder mit drin! Zurück in der Kolonie, meine Lieben. Lotusblume! Hier lange, lange, lange die Legende kehrt zurück quasi. Lotusblume geht an den Start. Grabe, Viehzucht und Versorgen als Priorität. Ja, das passt. So, Fähigkeiten, Lotus, Landwirtschaft, ab dafür. So, Oslo. Oslo passt so. Raphael ist schon der beste Landwirtschaftstyp, den wir je gesehen haben. Wollewolf auch. Das ist zu viel.
Da können wir die Versorgung vielleicht noch draufpacken, aber dann ist auch wieder Ende. Okay. Okay, lassen wir mal so. Ja, wir gucken mal, wo die Schnarcher sind. Die lassen schon wieder den ganzen Scheiß hier runterfallen. Das passt mir wieder mal überhaupt nicht, ne? Ja, das passt mir gerade gar nicht. Wenn er so wieder alles hier rumlegt, ist das wieder super doof. Objekt beschädigt ist hier auch, genau. Ah, guck mal. Die haben sich voll gefreut über das bisschen, was sie gekriegt haben. Okay, die nächsten Generatoren laufen. Wenn zwei laufen, dann freut sich in der Regel irgendjemand, der hier kochen darf. So, jawohl. Ja, Oslo. Oslo steht am Grill. Oslo steht am Grill, freut sich. Yay. Okay, wieder was geschafft. Oh, der Generator läuft auch. Hat aber nicht viel drin, du. Jetzt kommt wieder was rein. Das schießt aber komplett durch in die Maschine. Jetzt ist was drin. 20 Kilo. 30. 20. 10. 0. Gleiches Ende. Das reicht halt nicht, ne? Das muss permanent laufen. Aber die Batterien sind voll. Uff. Okay. Das heißt, das läuft jetzt eine gewisse Zeit lang, läuft das jetzt hier. Und hier gibt das Temperatur ab. Hier oben sehen wir schon die ersten Erfolge. Aber die müssten... Denen fehlt die Düngung. Ich dreh durch. Okay, pass auf. Wir machen jetzt folgendes. Wir geben denen die 8er Priorität. Und bei denen ist das doch genau dasselbe, oder? Nee, denen fehlt es jetzt wirklich an Temperatur. Dann erhöhen wir mal ganz kurz. Und zwar hier mit zwei normalen Ziegeln auf der 9er Priorität. Oder 8er? Nee, 9er gleich. Komm, zack. Ab dafür. Dann kriegen wir hier vielleicht wieder die Mehläuse an den Start. Dann haben wir da vielleicht schon mal ein bisschen was gewonnen. Und das gibt ja auch die Wärme nach unten noch ein bisschen ab. Oh, Luca, willkommen zurück, Hallöchen. Mit der Luft zieht es genauso. Also, ja, jein, es geht. Also, wir haben hier eine relativ große Luftblase. Oberhalb hier unten ist eh immer schwierig, aber wir kriegen das jetzt halbwegs auf die Reihe. Okay, Hauptsache, es kommt hier was zu beißen ran. Das ist wichtig. Weil verhungern ist keine Option für Wollewolf. Wollewolf gönnt sich. Oh, schon schönen Pilzkopf. Schöne Sache. Hier fehlt auch an Düngung. Also wir brauchen definitiv mehr Leute in der Pflege. In der Pflanzenpflege. So, Oslo gönnt sich auch. Sehr gut. Okay, 10.000 Essen. Wollewolf nochmal hier auf der Liege. Der hat den Stress des Todes irgendwie. Was ist bei dir? Nasse Füße, hungrig? Ja, okay. Ist ein Argument. Rein damit! Jawohl! So, wer verhungert gerade? Raphael verhungert auch noch ein bisschen. Na, Peter holt sich. Ach, guck mal, hier liegt so viel zu essen. Da wird schon. Gerochen Blumen? Echt jetzt? Blumen? Blumen? Blumen! Ach, guck mal, hier ist ordentlich Blumenduft drin. Schöne Sache. Wollewolf weiter auf dem Anti-Stress-Brett. Essen, Massage, Essen. Wenn es so immer so wäre. Ja, absolut, ne? Oh, hier liegen wieder ein paar Eier drin. Mürrisch. Lass mal hier zweimal angreifen. Dann machen wir dreimal angreifen. Ich brauche die Filets gerade. Okay, Hier wird eingeliefert. Kommt noch mehr Granit. Ja, das geht halt sau schnell, die einzelnen Teile zu bauen. Dave ist hier wieder unterwegs.
Seid ihr Sauerstoff irgendwo gefunden? Ja. Okay. Gelber Alarm? Wo? Schaden überhitzt? Warum ist das gelbe Alarm? Rohr blockiert. Vielleicht wegen dem Rohr? Rohrschaden. Hätte ich die Flüssigkeitspumpe aus einem anderen Material bauen sollen, die ist aus Kupfererz gebaut. Hätte ich die anders bauen können? Ja, hätte ich. Überhitzungstemperatur plus 50 Grad aus Gold hätten wir sie bauen können. Aber die kann jetzt eh gerade nichts abgeben, da ist alles voll. Oh no, ey. Wenn wir die umbauen müssen, wird es auch nochmal ekelhaft. Ach, guck mal, das ist hier auch fertig jetzt. Jetzt kommt hier Temperatur hoch. Körpertemperatur passt. Erde fehlt noch. Okay, alles klar. Dann Priorität auf hier auf 8 auch wieder. Anheben. Und unten die Temperatur müsste jetzt auch besser sein. Die fehlt auch noch Düngung. Priorität auch hier auf den Pflanzen auf 8. Wir brauchen das Essen. Hier wird gekocht. Schön. Oslo gibt alles. Generatoren laufen auch. Da kümmert sich The Fat Hatch. The Fat Hatch. Fat Hatch. Da kümmert sich darum. Kann man das irgendwie nachrüsten vielleicht? Können wir da einfach eine andere drüber bauen und die rüsten das dann um? Aus Gold? Nein, das geht nicht. Schade. Eine Ersatzpumpe hier rausbauen quasi. Das wäre auch eine Idee, ja. So, wann kommt der nächste in 1,5 Zyklen? So lange, wie gesagt, das schaffen wir schon noch. Hier, Lotusblume zieht um. Lotusblume zieht um. Lotusblume will hier oben wohnen. Der alte Lotus, du alter Schnarcher. So, Lotus schläft hier oben. Da oben ist es mir. Ja, es wird schon wärmer. Da kommt die Wärme jetzt durch. Ja? Das wird schon noch. Wir arbeiten an der Überhitzung. Guck mal, da kommt von unten schön die Fußbodenheizung ran. Okay. Was wir auf jeden Fall jetzt auch bauen werden, ist hier oben ein Lufterfrischer. Den werden wir hier oben reinbauen. Den brauchen wir hier oben definitiv. Okay. Go, go. Wichtig ist jetzt, dass das hier noch fertig wird. Das ist nicht mehr weit, aber das wird schon noch. Die arbeiten sich auch tatsächlich relativ gut dran. Hier läuft irgendwie Brühe aus, warum auch immer. Keiner weiß es. So. Wobei, das ist eigentlich auch egal, dass die Brühe läuft da runter und gefriert dann da unten, ne? Ja, okay. Nur hier ist es halt ekelhaft. Widerlich. So. Oder ist das hier verschmutztes Wasser von hier irgendwie nachgelaufen? Das scheint sich auch irgendwie zu verflüssigen alles. Kann schon sein. Haben wir jetzt irgendwie Wasser noch? Restwasser drin? Nein, hier ist alles aufgebraucht. Das ist wirklich, das hängt hier jetzt hier noch rum. Okay. Suppenbrühe! Ja, aber hallo. So, Essen 12.000, es wird besser. Kann sich mal bitte irgendeiner um das hier aufzufüllen kümmern? Das ist jetzt gelbe Priorität. Ich will, dass keiner schlafen geht, bis da nicht was drin ist. Wir brauchen die Kohle von den Viechern. Wer kommt da jetzt? Alle haben aktuell einen Auftrag, da was zu liefern. Das ist doch herzallerliebst. Gelber Alarm auf dem kaputten Rohr. Das ist die nächste Baustelle. Erst das und das, dann das andere. Aber die Viecher brauchen das. Wir brauchen den Kohleanteil. Ach, guck mal, Mehl aus. Voll geil. Hier kommt auch wieder was. Schau mal. Haben die gerade Schleim bekommen? Der Oslo kommt hier von der... Wo kommt, oh, ach, die kommen von der anderen Seite, okay. Nam, 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 nam. Ja, die fressen das sofort weg, ne? Da, Kohle in rauen Mengen, Freunde. Das wird jetzt hier ein richtiger Kohleklumpen. 380 Kilo Kohle. Ah, da. Eieieiei. Okay. 9er Prio zurück. Sollen sie noch anliefern? Den Schleimbraumer.
Da liege ich, ich weiß. So, und jetzt wirst du sehen, dass hier gleich die Pumpen an wieder angehen. So, und dann eine gelbe Alarm auf dieses Rohr. Wir können eigentlich den gelben Alarm auf dieses isolierte Rohr packen. Dann müsste das eigentlich automatisch auch umgebaut werden. Das sollte ja eigentlich relativ schnell gehen. Der Bauauftrag ist ja kein Ding. So, dann läuft das nämlich hier schon mal. Na also, da kommt die Brühe. Aber sowas von. Jetzt kommt der Kreislauf wieder in Wallung. Der Überhitzungsschaden kommt aber auch in Wallung. Oh, die ist gleich durch. Die ist gleich durch. Dann machen wir hier eine Top-Prio drauf. Es kommt zumindest Sauerstoff dann gleich nach. So, dann zerlegen. Die reißt mal komplett ab. Oslo. Oslo hält Luft an, gut. Was macht Lotus da? Lotus, bist du wahnsinnig? Lotus, raus da! Holy, ey. So, und jetzt machen wir hier drauf genau einfach nur noch die nächste Geschichte. Sanitär, Flüssigkeitspumpe. Was anderes haben wir nicht mehr, ne? Gold ist schon, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, Priorität auf gelb. Gelber Alarm, meine Lieben. Gelber Alarm! Ich mag es, wenn es so heiß ist. Was? Top, hi! Und Chippy sagt auch erstmal hi. Das ist gut. Gamer Niklas, guten Abend. So, wird so langsam. Ah, hier unten ist da schon ein bisschen warm. Da kommen sie. Jeremy liefert. Gold. Gute Sache. 70 Grad, ja, locker floggig. Wir brauchen die Lieferungen, mehr brauchen wir nicht. Ja, die verlieren halt super viel Zeug hier unten. Verhungern haben wir. Ich muss den gelben Alarm jetzt mal rausmachen. Auf 9er Prio reicht mir gerade. Die müssen sich jetzt mal ganz kurz versorgen dürfen. Oslo macht das schon, weil sonst verhungert uns Lotus ja beim Anliefern. Ja, komm, Dave! Dave! Zieh! Ah, Dave zieht nicht. Okay, so, wir haben jetzt 20.000 Essen gerade auf Halde. Lass mal gucken. Wir haben jetzt jemanden mit Kochkunst, das wäre super wichtig. Kochkunst 7. Aber Versorgung ist auch wichtig. Ein wichtiger Punkt an der Stelle. Versorgung ist auch ein wichtiger Punkt. Keimresistenz. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Die Keimresistenz ist halt großartig, ne? Das ist halt genial. Sanika, Hallöchen. Ja, Seminar. Okay, wir machen dir eins. Ich brauche einen Namen. Hau mal raus. MB. MB kommt mit in die Kolonie rein. Herzlich willkommen, MB. Wieder zu... Ich bin auch zurück in der Kolonie, oder? So, Prioritäten. MB. Kochen Prio 1. Danach Versorgung Prio 2. Und Einschalt MB wird jetzt erstmal als Kochen eingestellt. Darf kochen. Ach genau, und Priorität bei MB ist noch auf Aufräumen auch noch ein bisschen. Das ist für ihn auch wichtig. Er fühlt sich da, er fühlt sich back in business, aber hallo. MB fühlt sich dann einfach wieder wie ein vollständiger Duplikant. So, wie schaut es hier unten aus? Hier wird auf jeden Fall was gearbeitet. Ist kein Strom da, okay. Das wird jetzt hoffentlich dann auch irgendwann mal besser. Weil hier oben liegt ja auch noch Kohle. Wir brauchen auf jeden Fall einen Versorger als nächstes auch noch. Schaut jetzt hier aus. Was fehlt denn hier eigentlich noch? Dave liefert hier. Dave liefert. Aber nicht so ganz.
Hat jetzt jeder Kampf? Achso, ja, die Fische waren das. Okay, jetzt hat jeder was gegessen. Dann ab dafür. Höchste Priorität, meine Lieben. Die Pumpe ist das wichtigste Gut, was wir haben. Ohne die geht nämlich alles ziemlich schnell in Baden. Weil dann läuft nämlich wie jetzt auch gerade unsere letzten Reste laufen hier durch. Das können wir nicht ewig durchhalten. Das muss laufen. Das muss jetzt echt laufen, Freunde. Bad Hedge kommt noch. Geht aber wieder. Hast du es nochmal überlegt? Du musst den Abfluss bei deinem Abwassertank wieder reaktivieren, weil da sonst nichts durchlaufen. Das soll ja auch gar nicht. Du meinst hier die Brühe? Ach so, die... Ah, ja, okay. Ja, okay. Gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Ja, war ein Denkfehler. Meinerseits. Oslo, komm. Jeder baut ein bisschen an dem Ding rum. Aber ist gleich fertig. Oslo... Na, Oslo schafft's nicht. Wer macht's fertig? Komm schon, wer macht's fertig? Irgendeiner kommt jetzt. Gelber Alarm, Freunde. Dave! Dave kommt! Dave rettet! Yay! Einmal angesaugt. Da läuft ein einsames Wasser durch. Ja, weil hier ist die erste Dusche nämlich schon trocken. Okay, jetzt kommt hier die Brühe rausgeflossen. Zumindest all das, was ich jetzt rückgestaut hatte. Ja, kommt ganz schöne Welle rein, ne? Jetzt fehlt der Strom, ich weiß. Na, der Strom ist halt immer das Ding, ne? Wir brauchen irgendjemanden, der Versorgung kann. Weil das hier ist auf 9 und es kommt hier halt einfach keiner. Und die Kohle ist ja wichtig, ne? Die gibt uns wenigstens so viel Energie, dass es ab und zu mal reicht, um Sachen zu betreiben, wie hier unten, ne? Der Transformator hier unten ist im Eimer. Der muss laufen, Freunde. Ohne den Transformator haben wir gleich ein dickes Problem hier auch. Was war das? Hat er gesehen? Oh Scheiße, ist der im Eimer. Jetzt muss ich los. Eine Trafo-Überhitzung? Nee, der ist saukalt da drin. So. Na komm, baus fertig. Echt jetzt? MB, du schaffst das. Komm schon. Nee, Wolle Wolf. Macht's fertig. Sehr schön. So, jetzt könnt ihr euch alle erstmal ein bisschen erholen. Okay. Was ist denn hier passiert? Okay. Oh. Da ist so viel Zeug drin, das kriegen wir im Leben nicht abgearbeitet. Okay, wir lassen jetzt erstmal die Aufträge laufen. Wir können eh nichts machen, solange die Aufträge dermaßen übel laufen, ist das echt schwierig. Wir lassen das jetzt einfach mal so dahin gearbeitet. So, wie schaut's Wasser aus? Wasser, es steht wieder in der Leitung, das ist gut. Kommt aber immer mal sporadisch, wenn halt mal gerade Strom da ist. Das staut sich aber dann schön zurück. Der Vorteil ist natürlich, sobald da was da ist, wird einfach hier diese ganze Ecke so erwärmt. Wir brechen mal diese Änderung hier gerade ab, das soll so bleiben. Alles, was jetzt gerade nicht gebaut werden muss, ist mir eigentlich ganz recht an der Stelle. Na, das ist mir eigentlich ganz recht gerade, damit Sachen, die wichtiger sind, schneller gebaut werden können. Lass mal ganz kurz hier dieses Overlay hier. Wir machen das mal raus. Wir brechen mal hier diese ganze Geschichte ab. Das wird eh immer in den nächsten 5 Minuten nichts. Sollen die, wenn die das gebaut haben, dann können wir uns darüber nochmal einen Kopf machen, aber vorher machen wir es einfach weg. So, der ist Wollewolf, hat den höchsten Stress. Der hat immer den höchsten Stress. Armer Wollewolf. Voll zugestresst.
Okay. Was allerdings auch immer so der Fall ist, es kommt jetzt hier Sauerstoff raus und zwar wird das drückt sich ja hier oben fest. So, dass bei euch Bewässerung fehlt. Ja, wir brauchen halt irgendjemanden. Ah. Jeder Duplikant hat seine eigene Art, Stress abzubauen. Warte mal, wo ist Wollewolf gerade? Der muss ja auch irgendwo durchrennen. MB steht hier. Da ist Wollewolf gerade. Wollewolf schaut aber sehr glücklich aus bei der ganzen Aktion hier. Was bei ihm Stress hier? Stress. Netter neuer Freund, minus 10. Klatschnass findet er nicht so geil. Das Klatschnass ist halt sein Problem. Raphael gönnt sich auch nochmal. Ja, wir brauchen irgendjemanden, der Klempner macht, der reine wirklich nichts anderes macht, außer auffischen. Auffischen und vielleicht danach noch versorgen. Weil dass hier alle so knatschend nass sind, das ist halt echt nicht gut. Wer verhungert jetzt schon mal wieder, Fathead? Okay. Ja, der kann was beißen, ne? Da hat er hier gibt's Barbecue 4000 Kilokalorien gerade. Haben die schon wieder nichts zu essen? Wie geht's dem Parkus? Schon wieder so viele drin. Okay. Eine Putzkolonne hätte schon was. Ja, auf jeden Fall. Also Essen ist schon da, ne? Kannst du jetzt nichts sagen. Okay. Ach, guck mal, MB. MB kümmert sich mal um hier den Rückbau quasi. Ich wollte gerade sagen, er kümmert sich um was, das wäre aber falsch. Na, das stimmt ja nicht. Kohle geliefert, schön. Etwas Deko und etwas Ruhe, ja, beides gut. So, wir kommen momentan der Sache schon langsam näher. Na, es wird jetzt so langsam, Oslo kümmert sich hier gerade um die ganze Geschichte hier, aber das ist halt nur ein ganz kurzes Vergnügen. Ne? Jetzt pumpt sich das hier gleich leer und dann ist der Generator auch wieder aus. Wobei der Generator tatsächlich gar nicht mal so schlecht ist. Wenn der mal läuft, dann pumpen wir halt richtig Strom rein, ne? Die wischt schon das Wasser von selber auf. Ja, richtig so. Was ist denn hier eigentlich schon wieder drin? Hatchling-Eier. Okay. Okay. Puffel, Hallöchen. Oxidieren da überall Leichen rum? Ja, tatsächlich. Wir arbeiten da dran. Aber es ist momentan schwierig. Wir werden jetzt mal sehen. Oh, hängt gerade. Okay, jetzt wird's besser. Wir verhungern uns gerade. Arbeitszeit, okay. Ah, apropos Arbeitszeit, da fällt mir gerade noch was ein. Zeitplan. Wir werden den Jeremy mal auf den Nachtdienst verschieben. Und Lotusblume auch auf den Nachtdienst. Weil dann haben wir Tag und Nacht Bewässerung und so Zeugs von unseren Pflanzen. Okay. So. Wie hat er das mit dem Stress hinbekommen? Er hat das mit dem Stress hinbekommen, indem wir kein Wasser mehr hatten. Und dann Stressreaktionen ausgelöst wurden. So. Schauen wir mal.
Okay. Gut, das mit den... Ja, okay, hier ist das... Hier war das Dracula drin, ne? Ja. So. Ach, guck mal, das haben sie ja auch fast gebaut. Ach, guck, wie cool. Das war unsere zweite Geschichte, wo wir angefangen haben, uns zu überlegen, ob wir nicht nur hier unten Luft rauslassen sollen, sondern auch vielleicht oben noch, dass wir hier zwei Auslässe hinbekommen. Könntest du mal wieder die Analyse vom Geysir anstarten? Sobald wir mal einen Forscher haben, der gut forschen kann, ja, also so ab 50 bis 150.000 Nahrung ungefähr, werden wir auf jeden Fall wieder auf Forschung gehen. Aber jetzt im Augenblick ist das gerade noch, glaube ich, etwas weiter weg, dass wir den Forscher wieder reaktivieren. Weil ich einfach das Essen nicht stabil habe. Ist das jetzt geliefert worden? Nee, ne? So. Okay, wir brauchen jetzt mal wieder jemanden, der sich um Essen kümmert. Also Köche haben wir jetzt mehr als genug. Wir brauchen jetzt jemanden, der Landwirtschaft kann. Aufräumen oder aufräumen. Aufräumen wäre halt auch geil, ne? Landwirtschaft und Aufräumen, der ist super. Versorgung, und Versorgung und Landwirtschaft. Uff, ja, also der wäre doch interessant, ne? Also das wäre doch schon mal interessant, oder? Uiuiui. Also Versorgung. Versorgung als Top-Prio und als zweite Priorität Landwirtschaft. Fände ich irgendwie gut. Was meint ihr? Kann man nehmen, oder? Ist ein Deal. Der ist super, ja. Finde ich auch. Terrapin-Pine-Gang. So, drinnen. In der Kolonie. Gut, also Prioritäten. Erstmal Versorgung. Und danach als zweites Landwirtschaft. Und aufräumen. Machen wir mal so. Wir versuchen es mal jetzt auf die Art und Weise. Nein, und warte mal ganz kurz. Lebenserhaltung als Top-Prio finde ich unfassbar wichtig. Bei allen bitte. Auf sehr hoch. Machen wir das mal so. Ja, machen wir das mal so. Und dann machen wir die Fähigkeiten von Terrapin auf Tragfähigkeit erstmal. Und dann wird das schon. Okay. Sehr schön. Mal gucken. Oh, guck mal. Das Ding läuft. Schöne Sache. Schöne Sache. Dann kann das nämlich nach oben auch mal ein bisschen abziehen, die ganze Soße. Nachher schauen wir mal, ob das Lebenserhaltungsgedöns an auch gleich mal wieder anläuft. So. Dann schauen wir mal. Weil das ist halt schon eine super wichtige Tätigkeit irgendwie. Wer ist denn da? Hier, warte mal kurz. Da sind wir daheim. Fettet. Holt Wasser. Okay, Wasser ist auch wichtig. Für die Algen. Jawohl. So. So. Gut, okay, das Wasser läuft. Zum Glück kommt da weiter Wasser. Okay. Gut. Okay. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum ist da Strom, aber hier nicht? Hätte mir jetzt schon gewusst. Gut, Wasser kommt auch hier noch nach. Das funktioniert. So, hier wird umgewandelt. Das ist aber immer noch das Bakteriengedöns, ne? Also hier Rüben. Das ist halt, das wird halt auch nicht besser gerade.
So. Okay, hier wird noch ein bisschen was geliefert. Schön. Wenigstens ein bisschen Strom. Besser als gar nichts. Hauptsache es läuft ein bisschen was. So. So. Wir brauchen unbedingt mal einen Klempner. Ich glaube, das ist wichtig. So. Essen 3000 wird knapp. Okay. Hast du einen Friedhof-Zwergtyp? Ja, habe ich doch gerade gezeigt, Bert Moritz. Ich meine, dass dort mehr liegen. Ja, ja, okay. Wir gucken mal, wann wir das machen. Eins nach dem anderen. Wie gesagt, wir haben im letzten Stream sind uns super viele Leute gestorben, weil uns der Geysir, der uns die ganze Kolonie mit Wasser versorgt hat, ausgefallen ist. Wer das wissen will und wer das sehen will, wie das passieren konnte, der schaut einfach am besten das letzte VOD zur Uni an. Dann versteht ihr das auch besser, warum das so ist und wie das so ist. Und dann versteht ihr auch, warum wir manche Sachen machen, wie wir sie gerade machen. Das ist eine ganz gute Sache, wenn man das vorher schon mal gesehen hat. So. Okay. Holzius, grüß dich, Abend. Hui, bist du heute leise? Was? Ich bin leise? Ich bin doch genauso laut wie immer, oder? So. Jetzt gucken wir mal. Sind denn die ganzen Dreckblasen, die da mal aufsteigen? Das sind wahrscheinlich irgendwelche verschmutzten Sachen hier. In dem Fall haben wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeug rumliegen. Da liegt so viel Zeug, dass wir es gar nicht sehen können. Naja. Wie gesagt, wir brauchen da auf jeden Fall noch ein bisschen was. So, wir haben noch 2000 Essen. Zum Glück werden hier gleich relativ viele Sachen auf einmal fertig. Da haben wir jetzt echt dann auch hoffentlich dann gleich wieder ein bisschen Ruhe. Wie schaut es hier aus? Hier fehlt immer noch Bewässerung. Das gibt's doch gar nicht. So, machen wir mal Folgendes. Wir gehen jetzt mal hier auf 9er Prio. Bei den ganzen Sachen, die hier stehen. Alles, was Nahrungsmittel betrifft, ist jetzt eine 9er Prio. Fertig, aus. Ich habe da jetzt überhaupt keinen Nerv mehr geradezu. Dass wir uns hier quasi da die Butter vom Brot nehmen lassen. So. Hast du jetzt einen Flaschenentleerer beim Schmutzwasser? Wir hatten mal einen gehabt. Hier wollten wir mal einen reinbauen. Ich habe mir aber überlegt, wir machen dann wahrscheinlich eher woanders nochmal eine separate Entleerstelle. Das ist ein bisschen angenehmer gerade. Irgendwo, wo es saukalt ist, dass die Keime da drin einfach automatisch abgetötet werden. Setz doch mal die Prios für das Wischen hoch. Ich würde da ganz gerne jetzt momentan eher auf die Nahrung die Priorität legen, weil da ist am ehesten knapp. Der Rest erzeugt Stress, da kommen wir aber gerade halbwegs mit zurecht. Wie gesagt, für mich ist jetzt gerade im Moment die Geschichte um die Nahrung rum eigentlich das prioritätsmäßig Wichtigste. Und wenn dann hier eine Pflanze gedüngt werden möchte und vielleicht auch mal ein bisschen was kriegen möchte, keine Ahnung, kriegen wir schon. Und wir holen uns auf jeden Fall jetzt dann bei Zeiten noch jemanden ran, der eben auf jeden Fall als Klempner noch tätig werden darf. Das wäre schon schick. Benötigt Leerung, ja, ja klar. Haben wir hier noch einen Oxyfarn? Ne, haben wir immer noch keinen gefunden, ne? Also ein Klempner als nächstes wäre wirklich tatsächlich sehr wünschenswert. Aber wir gucken nochmal auf die Prioritäten bzw. auf die Fertigkeiten. Da hat der Jeremy vielleicht schon ein bisschen Versorgung 2 auf dem Start. Das wäre ja schon mal deutlich besser. Super schweres Graben darf Dave machen. Bernatsch darf die Bedienung lernen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Elektro. Und den werden wir Wollewolf, ist klar, denke ich, ne? Wollewolf hat sehr viel sogar schon. Die sind alle auf Limit, okay, alles klar. Da haben wir jetzt auf jeden Fall schon was. Dave, ich wünsche was, bis später. So, letztes, wir haben echt nicht mehr viel Essen, jetzt kommt ein bisschen was nach, aber ne, ihr seht schon, viel ist es halt auch gerade nicht.
Okay. Zack, boom, bang. Schnarcht hier irgendjemand? Nein, ne? Der schläft hier unten eigentlich. Wollewolf schläft da unten. Der dürfte hier mal umziehen. Wollewolf dürfte hier oben mal umziehen. Da muss hier unten keiner schlafen. Das steht alles unter Wasser. Ich glaube, Wollewolf würde sich auch über ein schönes Feldbett freuen. Oder auch über eine Massage. Man weiß es nicht. So. Ah, Fennec kommt auch an den Start. Sehr schön. Gut. Okay. So, mittlerweile ist der ganze Wasserstoff nach oben abgesickert. Jetzt kommt der Rest, kommt hier unten rüber. Da müssen wir im Übrigen auch mal aufwischen dann. Also wie gesagt, wenn wir jetzt jemanden dann finden, der solche Tätigkeiten machen kann, ja, der ist natürlich dann erstmal beschäftigt. Kann man die Fähigkeiten von neuen Duplikanten irgendwie anfordern? Nein. Die werden zufällig, kriegst du halt irgendwelche vorgeschlagen und du suchst ja halt einen aus, der am besten reinpasst. Oh ja, 9000 dann pro Zyklus verbraucht. Das ist schon echt bitterböse, aber wir haben zum Glück hier oben schon ordentlich was. Also das funktioniert gerade so ein bisschen. Hier kommt jetzt auf jeden Fall noch was nach. Oh, guck mal, erntebereit, eine Dornblüte, jawoll. Ich meine gerade, unser System bringt sich gerade so halbwegs in Stellung, dass es wieder halbwegs gut aussieht, ne? Wir haben zwar immer wieder ein Energieproblem, aber es schaut okay aus. So. Kann mal einer das bitte ernten? Das wäre voll nett. Ja, am Schluss, es haben tatsächlich nur 4 Stück die große Dürre von Zyklus 202 überlebt quasi. Ich weiß nicht, ob es 202 war, aber auf jeden Fall irgendwann in den 200ern. So. Oh nein, Dave. Wieso nur? Okay. Ein Hatchling haben wir hier oben mittlerweile mehr als genug, oder? 4 Tiere, es sind schon 5 drin. Dann lass uns mal ganz kurz hier mal den Eierbecher holen. Lass uns mal Eierbecher holen. Parkus haben wir 1. Draglets haben wir gerade keins. Okay, alles klar. Jo, wenn es ums Kochen geht, ist sofort jemand da. Okay, es wird so langsam. Hier fehlt noch Düngung, okay. Wir könnten halt das Wasser, was hier generiert wird, was ja generell gar nicht mal so schlecht eigentlich ist, ne? Wir könnten natürlich jetzt uns überlegen, Freunde. Wir haben jetzt eine Temperaturgeschichte wieder am Start. Das heißt, Hitze kommt ja automatisch wieder. Wir könnten natürlich uns überlegen, ob wir hier oben einen automatisierten Bereich mit frischem Wasser von hier unten machen. Dass wir die Pumpe umleiten und sagen, du Wasser von da, du wirst jetzt hier zum Beispiel hochgeleitet und gehst dann hier in Felder rein, wo es zum Beispiel eben Bewässerung durch dieses ganze Gedöns. Ja gut, bei 8 Grad ist das, müssten wir fast erwärmen. Aber dann könnte man halt echt die Farmen automatisieren, dass die gar kein Wasser mehr hier brauchen. Ne? Dass die, wobei die brauchen ja eh kein Wasser, die brauchen nur Düngung. Aber die bräuchten, glaube ich, Wasser. Genau, und dann könnte man halt eine eigene Farm nochmal mit Bewässerung gleich aufbauen, dass das gar nicht mal so der Stress ist. Aber gut, das ist so eine Sache, ne? Das ist halt so eine Sache hier. Gut, okay. Wir kommen jetzt essenstechnisch wieder ran. Das bedeutet, wir können jetzt mal ganz kurz schauen. Wir brauchen irgendjemanden, der in die Richtung, ich sag jetzt mal, Klempnern ganz gut wäre. Taucherlunge, auch geil.
Aufräumen auch gut. Der, also der schaut gut aus, oder? Was meint ihr? Kurze Frage an den Chat. Gerade Magen aus Stahl. Immun gegen Lebensmittelvergiftung? Alter, oder? Ah, das ist ja ordentlich, ne? Jetzt schauen wir mal. So, schauen wir mal schnell. Können sie auch an Altersschwäche sterben? Das haben, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist bei uns sehr gering. Schraubenkasper. Maschinen erhöht. Ha. Der erste Mundluftverbrauch erhöht, das ist vielleicht nicht so gut. Ich bin für den Vierer eigentlich, ehrlich. Ich bin für den Vierer gerade tatsächlich. Wir machen das. Ilona! Oder? Ilona? Machen wir Ilona? Ich würde schon sagen, Ilona wäre gut, oder? Würde ich schon sagen. Ja, Ilona. Machen wir Ilona draus. Ilona. Wo ist sie? So. Ilona kommt zurück. Auch, wie soll man sagen, ein Urgestein dieser Kolonie. Aber tatsächlich, Ilona macht jetzt Folgendes. Ilona darf prioritätstechnisch in die Aufräumarbeiten gehen. Aufräumen, anschließend Versorgung, anschließend Lagerung. Und vielleicht ein bisschen Bedienung. Das ist Ilona. Ilona wird jetzt auch umgemünzt. Wir haben genug Köche gerade. Ilona darf aufräumen als erstes machen. So. Ilona wird momentan die wichtigste Person in dieser Kolonie werden. Ja, die wichtigste Person. Fürchterlicher Euler. Ja, das wird nämlich dann, Freunde. Das wird... Oh, Ilona kümmert sich. Guck, ah, das ist doch Wahnsinn. Ich finde Ilona schon gar nicht mehr. Ilona ist immer so schnell. So. Meine Lieben, wir machen an dieser Stelle ein ganz kurzes Päuschen, würde ich vorschlagen. Denn ich muss nämlich mal ganz kurz Wasser holen. Still knowing this all was still new.